Deutsch, Dummkopf. Es tut mir leid. Ach, ein Fernseher. Was willst du versehen? Ich weiß nicht. Ah, das Gespenst. Wie interessant. Hallo? Ich bin zu Hause. Tante? Rudolf? Ich bin hier. Hallo, Josef. Willkommen zu Hause. Es ist sehr spät und deine Tante schlaft. Ich werde dich zu deinem Zimmer führen. Komm. Wow, das war... Toll. Das war eine Werbung. Ich habe dieses Werbung gern. Was ist das? Es ist für Hämorrhoiden. Mit best Hämorrhoiden Therapy Platz, Schmerz nicht in Schwiegen. Nein, 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 das ist nicht richtig. Das Lied ist glücklich. Um Gottes Willen, Hämorrhoiden sind nicht glücklich. Du hast recht. Ich weiß. Ach, das Gespenst ist hier noch einmal. Yay! Was ist das? Ist das jemand Segen? Ach, nein, 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 ich habe zu viel getrunken. Gute Nacht. Ich habe Angst. Wirklich? Ich finde es langweilig. Next Fernsehprogramm? Ach, ein Yeti-Programm. Wie interessant! Der rare Yeti betrachtet sein Essen. Kann für viele Stunden betrachten. Oh, hat sein Schlagen begonnen. Solch ein fantastisches Tier. Aber was ist das? Der Yeti hat nur ein Problem. Es ist das Holz. Der Yeti hat Holz nicht gern. Niemand weiß, warum der Yeti Angst vor dem Holz hat. Vielleicht das Gespenst ist hier noch einmal? Ja, vielleicht. Hat man hier den armen Rudolf gefunden? Es ist möglich. The Shining kommt morgen ins Kino bei euch. Ach nein, eine andere kommerzielle Werbung. Warte, es ist die Zwillinge aus dem Film The Shining. Darf ich eine Frage stellen? Fein, geh. Komm mit uns spielen. Was werden wir machen, wenn wir mit euch kommen? Wir werden spielen. Was werden wir spielen? Das Spiel, wie man am besten wehtut. Dürfen wir ein anderes Spiel spielen? Wir dürfen, wie man am besten stirbt, spielen. Habt ihr vielleicht ein nettes Spiel? Ja, Tod. Wir lassen euch entscheiden, wie ihr stirbt. Ich will jetzt gehen. Ja, gute Idee. Mann, ich habe einen Traum gehabt. Ich auch. War seltsam. Na ja, das Gespenst ist fast fertig. Heute an Südlichessen werden wir mit Butter kochen. Wir kochen einen Butterkuchen und eine Buttercreme. Wir haben einen speziellen Gast auf der Show heute. Das Gespenst. Wir haben Zucker, Wasser und viel Butter. Zu Beginn setzen wir die Butter und den Zucker in eine große Schüssel. Dann bringen wir eine halbe Tasse Wasser und eine Tasse Zucker dazu. Schmeckt gut? Dieser Kuchen ist perfekt, wenn du einen Gast hast. Wir kochen den Kuchen im Oven für 10 bis 15 Minuten bei 500 Grad. Und während es backt, machen wir unsere Buttercreme.
An Essen program. Wie long, Beileg. Ah, Scooby-Doo! Meine Lieblingskinderprogramm! Mine auch. Jinkies, ich fahre einen Schuh! Ein spritziger Schuh! Ja, sie gehen links! Komm, Bube! Hier ist deine Speisekarte. Was wollen Sie trinken? Ich will ein Spezi. Ein hat ein schlechtes Ende. Wir sollen unseres Ende machen. Ja! Hier, die Zwillinge haben eine nette Schüssel von Supergern. Super ist das? Weißt du? Ich weiß, wir brauchen Scooby-Doo! Wie hast du so viel Butter? Ich mag die Butter. Hallo, könnt ihr mir helfen? Ich kann Rudolf nicht finden. Wisst ihr, wo ist? Früher haben wir einen schmutzigen Schuh gefunden. Wir haben gewusst, dass das Schuh von Rudolf war. Dann, Rudolf hat Hämorrhoiden gehabt und konnte nicht schnell rennen. Der Yeti ist hinter. Rudolf gelaufen. Soins, das ist schlecht. Dann ist Rudolf gefallen. Der Yeti hat Rudolf getroffen. Jinkies! Danke. Aber wo ist Rudolf jetzt? Ach, armer Rudolf. Er war zu jung zu sterben. Warum? Warum? Nein, das ist nicht Rudolf. Das ist ein Grab. Wo ist Rudolf? Hier bin ich! Okay, do it. Hallo, könnt ihr mir helfen? Ich kann Rudolf nicht finden. Wisst ihr, wo ist? Action! Was that action? Action. Was ist das? I think he can do a little more than that. Yeah.
getting messy habits. Getting messy habits. There. Okay. Action.